Mensch, diese Einhandzwingen, die Jonas hat, die sehen wirklich super hilfreich aus. Damit kann man alles machen. Die hole ich mir auch. Ah, das sind doch die Dinger hier von Bessie. Gleich 4 Stück als 70 Euro fast. Die spinnen doch. So eine Einhandzwinge ist wunderbar, weil man sie mit einer Hand bedienen kann. Das heißt, man hat noch eine Hand frei. Und was völlig klar ist, Bessie, das dürfte eigentlich jedem klar sein, ist eine absolut geniale Zwingenmarke. Aber 70 Euro für 4 Einhandzwingen, das ist ein ganz schönes Brett. Die Frage ist natürlich, wie immer, geht das nicht auch günstiger? Und ich habe hier... habe ich hier noch 3 Einhandzwingen für 8,99. Ja, die eine hole ich kurz. Ach du Scheiße. 4 Einhandzwingen für 8,99. Eine ist hier schon rausgeflogen. Was kann das? Bevor wir schauen, was die Einhandzwingen für 8,99 können, wollen wir erstmal eine Erwartungshaltung festlegen. So eine Einhandzwinge kann ich mit einer Hand bedienen. Ich kann Sachen zusammendrücken. Aua, aua, das tut auch weh. Und ich kann sie mit einem Griff wieder lösen. Manchmal muss man dafür dann aber zum Auseinanderschieben doch 2 Hände nehmen. Meistens haben wir so einen lösbaren Kopf. Und das ist ganz wunderbar, denn den können wir auch andersrum draufstecken. Das bedeutet, wir können jetzt Sachen auseinanderschieben, weil dieser Kopf von dem wegdrückt. Das ist alles in allem wirklich super duper hilfreich in ganz, ganz vielen Situationen, weil man diese Zwinge schnell ansetzt, festpumpt und alles ist fixiert. Die Frage ist, hängt die hier schon wieder fest. Kann dieses Wunderset das auch? 4 Größen und alles nur für 8,99. So, das ist hier schon mal so ein kleiner Apparat. Das ist natürlich wirklich niedlich. Die ist selbst in meinen kleinen Händen wirklich klein. Und das Drücken macht, ja, es geht so. Ich klemme einmal kurz meinen Finger ein und gucke, ob das... Oh ja, das tut weh. Wir machen mal die anderen ab und gucken uns das ganze Set an. Ah, wo wir schon dabei sind, sehen wir hier, es ist die Ovim GmbH. Die kennen wir schon und ich glaube, die war in der Regel eigentlich ganz gut. So, die kleine brauchen wir hier noch. Die eine kleine ist einfach mit 3 Dingern gesichert und die eine kleine, die andere ist einfach weggeflogen. Schön, dass sie überhaupt mit nach Hause gekommen ist und nicht auf dem Weg verloren gegangen ist. Was wir hier auf der Rückseite sehen, ist relativ wenig. Ich sag euch gleich was. Was ich jetzt erstmal gucken wollte, ist, ob wir irgendwo eine Idee bekommen, wie viel Druck diese Zwingen ausüben können. Das ist in der Regel nicht ganz so wichtig, diese Zahl zu kennen. Aber würde man sie kennen, hat man einen Vergleichswert. Ich glaube, dass diese Bessie-Zwingen sowas wie 140 Kilo, glaube ich, können. Das ist eine ganze Menge. Also das sollte in der Regel für viele Sachen eigentlich ausreichen. Sonst nimmt man halt eine echte Schraubzwinge. Die Größen sind jetzt nicht ganz vergleichbar. Wir haben diese Mini-Variante hier, die wirklich einfach... Ich habe sogar so eine kleine... Nee. Das ist einfach so bescheuert. Ich habe so eine von Bessie auch. Die tut genauso wie am Finger. Also das ist schon wirklich sehr, sehr klein. Sowas können wir für Vorrichtungen nehmen. Wir legen die mal einmal zur Seite. Nice to have. Wir wollen uns natürlich diese Variante hier angucken. Huch, der Griff fühlt sich ja... Ist der Griff falsch rum? Der ist ja der Griff falsch rum. Hä? Was ist denn jetzt los? Das müssen wir doch eigentlich so machen. Also jetzt mal so ganz unter uns. Ich denke an eine Pistole. Würde ich ja hier den Griff halten und dann abdrücken. Das ist falsch rum. Das ist doch total Banane. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Der drückt ja... Weil so... Naja, gut. Hier ist extra diese... Das ist ja wirklich total... Hier sind doch extra diese Einkerbungen für die Finger, dass ich das hier so mache. Warum mache ich das denn jetzt so? Ich muss noch eine andere Zwinge holen. Mensch, bräuchte man gutes Öl. Aber immer dieses Öl, das ist überhaupt nicht nachhaltig.
Werbung! Es gibt ein nachhaltiges Öl und zwar von Caramba, das Super Plus Premium Multiöl Eco. Hierbei werden 25% Altöl für die Herstellung dieses Öls verwendet. Und das bedeutet, Caramba kann hierbei komplett auf das Einsetzen neuer fossiler Öle verzichten. Und das ist einfach super, weil wir so gewohnte Caramba-Qualität haben, also hohe Schmierleistung und wunderbarer Schutz vor Rost. Und trotzdem tun wir was Gutes, weil wir Altöl sozusagen wieder im Kreislauf halten und damit unser Werkzeug weiter schützen, ohne neues Material zu verbrauchen. Denn auch beim Deckel wird zu 100% auf recycelte Materialien zurückgegriffen. Ich finde, das ist eine wunderbare Sache, denn wir alle müssen mal irgendwas schmieren, eine festgerostete Schraube lösen und natürlich unser Werkzeug pflegen. Also schaut euch das Ganze mal an. Ich habe es euch unten verlinkt. Caramba, natürlich, ganz klar, made in Germany. Also schaut es euch an. Also ich komme gerade nicht klar. Hier haben wir so eine Form, die eher an, ich sag mal, wie ein Nussknacker erinnert. Man kann das gut so rumgreifen, aber man kann es im Prinzip auch genauso gut so rumgreifen. Was ich bei diesen Zwingen manchmal nicht ganz so gerne mag, ist, dass dieser Lösehebel hier drin ist. Aber da sind wir jetzt gerade noch gar nicht. Bei dieser Zwinge, ja, fühlt es sich gut an. In dieser Position wäre auch dieser Lösehebel genau an der Stelle, wo ich ihn hingesetzt hätte. Weil ich, wenn ich das Ganze so festhalte, hier einfach einmal mit dem Daumen drauf drücke. Wenn ich das jetzt umdrehe, also das fühlt sich ja sowas von ätzend an. Gerade weil diese Zwinge hier so einen wirklich, also nicht spitz, aber es läuft spitz zu. Und wenn ich jetzt hier mit Kraft drücke, dann drückt mir das genau in meine Hand rein. Also das ist ja sowas von hirnlos. Es gibt eine Anwendung, wo das so Sinn machen würde. Aber wir gucken zuallererst mal, wenn wir den Quatsch nicht einfach umdrehen können. Also das ist doch. Also wir können den Kopf abmachen. Und wir können den Kopf auch andersrum wieder. Man merkt einen gewissen Qualitätsunterschied. Das geht hier ein bisschen besser, aber wir wollen eigentlich nicht so sehr vergleichen. Ich wollte das eigentlich nur als Anschauungsmaterial haben. Also man kann das tauschen, man könnte das jetzt auch wieder festmachen. Und dann könnte man auseinanderdrücken. Fürs Auseinanderdrücken ist die Position des Griffes jetzt wieder wunderbar. Also das ist doch so gedacht. Könnt ihr das jetzt bitte mal in die Kommentare schreiben? Spinne ich? Oder das ist doch so rum. Der Gedanke ist doch nicht so. Also das. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir können das so umdrehen. Das ist ja immer falsch rum. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt hier diese Fixierung, ob ich die einfach abmache, um das dann andersrum drauf zu machen. Aber dann ist es ja wieder andersrum schief. Es ist immer falsch. Es ist einfach. Nee, doch. Es sieht doch so richtig rum aus. Egal, wir probieren das Ding jetzt mal aus. Aber das ist schon wieder, verstehe ich schon gar nicht. Vielleicht stehe ich maximal auf dem Schlauch. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir sehr, weil das, also. Ich habe hier zwei Bretter liegen. Wir versuchen mal was. So rum könnte die Zwinge funktionieren. Wir gucken jetzt erstmal, ob sie wirklich eine True Einhandzwinge. Haha, ja. Das ist schon mal genial. Ich kann die nämlich wirklich mit einer Hand bedienen, weil der Knopf an der richtigen Stelle ist, wenn ich den Griff falsch rumhalte. So, jetzt kann ich das hier auf eine Höhe bringen. Ich brauche nur eine Hand. Bumm. Und kann die Zwinge ansetzen. Das sieht erstmal smart aus, bis ich feststelle, dass ich das so natürlich nicht auf die Werkbank stellen kann, weil das lange Ende immer nach unten guckt. Wenn ich das jetzt umdrehe, kann ich sie immer noch einhändig bedienen. Ach so. Das ist vielleicht der Gedanke. Ist das der Gedanke? Dass ich sie. Oh, was? Also so rum. Es geht, aber es ist so doof. Ja, es geht, aber es ist einfach doof, weil ich zeig's mal mit der linken Hand. Das ist so ein blöder Druckpunkt, wo das reindrückt, das tut wirklich weh. So rum nicht. Also wenn ich es jetzt lösen und alles geht super einhändig. Aber so rum macht viel mehr. Oh, egal. Wir probieren noch was anderes, aber das. Dass man sie so einhändig nutzen kann, das finde ich genial, weil dafür sind die Dinger gedacht. Wenn man das nicht kann, macht es für mich gar keinen Sinn. Aber nur so rum ansetzen können für die Ergonomie,
an sich cool. Aber das, was ich jetzt eigentlich gucken wollte, geht mit dieser Größe nicht. Also das ist ein kleines Set. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes gab. Ich habe das nicht selber... Es wird genickt. Ja, es gibt noch ein anderes. Moment. Katsching! Nochmal 8,99. Danke für gar nichts, Lidl. Also, ich bin los und habe nochmal ein Set besorgt. Das sind jetzt die größeren. Wir wollen hier nämlich eine größere Sache klären. Ob die funktionieren oder nicht, ist grundsätzlich eine Frage, die wir uns natürlich immer noch angucken, die auch für das kleine Set gilt. Aber ich habe so ein bisschen, die sind deutlich größer, aber es ist genauso. Ich hätte es mir so gewünscht, dass es hier andersrum ist. Aber für mich ist diese Griffsache, das triggert mich so extrem, weil es für mich, ich nehme das in die Hand und denke mir, der Mensch, der das gemacht hat, hattest du schon mal eine Zwinge in der Hand? Hast du schon mal eine Zwinge benutzt? Und hast du dir dabei gedacht, ja, ich würde die Zwinge der Ergonomie halber natürlich liebend gerne so rum ansetzen. Warte mal, ist das nicht wirklich smart? Es fühlt sich nicht so... Ich sollte einfach die Klappe halten. Also wir sehen jetzt zuallererst mal, wir weichen mal vom Problem ab. Wir haben mit dieser Zwinge diese Fuge hier komplett geschlossen. Was bedeutet das? Die Kraft reicht aus. Wenn ihr abgerichtetes Holz habt, wenn ihr es nicht könnt, könnt ihr es bei uns im Shop kaufen. Dann könnt ihr mit so einer Zwinge ganz einfach diese Fuge schließen. Man sieht hier eigentlich nichts. Wenn wir zwei nehmen, wäre es noch ein bisschen besser. Und wir können, ja jetzt geht es nämlich los. Wenn ich sie so rum benutzen würde, müsste ich sie so lösen. Geht. Aber eigentlich würde ich sie ja immer so benutzen. Aber das tut weh. Hier müsste ich nur mit dem Daumen drücken. Also es ist, dieser Griff macht mich wahnsinnig. Also wir sehen auf jeden Fall, so kann ich doch nicht drücken. Also so kann eigentlich nicht die Idee sein, weil das ist einfach nicht ergonomisch. Die Idee kann eigentlich nur sein, dass ich das so mache. Und das funktioniert auch halbwegs. Das eigentliche Zwischenergebnis ist schon so ein bisschen verloren gegangen. Also was ich vielleicht nochmal deutlich sagen sollte ist, diese Zwinge hier, wo wir zwei Stück für 8,99 kriegen, also sagen wir, eine kostet 4,50, die kann diese Bretter hier gut zusammenzwingen. Das funktioniert völlig problemlos. Ich würde sagen, genauso gut wie mit einer anderen. Allerdings sind wir ja hier beim Zwingengate gelandet und stellen einfach fest, ich möchte euch alle bitten, macht mit. Der Ergonomie halber, der Mensch soll ja gesund bleiben. Wenn man das in die Hand nimmt, Hanna hat es auch ausprobiert, dann ist das so zu drücken relativ einfach, weil die Finger hier die perfekte Form haben, um sich da einzuhaken. Wenn ich das andersrum mache, merkt man schon, dass sich auch der Grip funktioniert nicht so gut. So funktioniert das deutlich besser, weil ich das Ganze besser umschließen kann. So ist es, es fühlt sich einfach komisch an und es ist auch irgendwie nicht richtig. Nicht richtig gibt es natürlich nicht. Ich habe jetzt recherchiert. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Also habe ich Einhandzwingen im Internet eingegeben. Und bei den meisten Einhandzwingen, kann ich so nicht sagen. Moment, es gibt zwei Fraktionen. Aber so wie ich es sinnvoll finden würde, wenn man den Griff so hält, dann müsste dieser Kopf auf dieser Seite sein. Und ich versuche euch jetzt mal ein paar Bilder einzublenden. Es gibt ganz, ganz viele Zwingen, wo das so ist. Genau so, nämlich der Kopf ist auf der anderen Seite, so wie es ergonomisch auch Sinn machen würde. Es gibt aber auch ein paar gerade günstige Zwingen, wo es tatsächlich so ist wie hier, was mir überhaupt nicht einleuchtet, weil das einfach... Es macht für mich einfach keinen Sinn. Ich würde im Leben doch nicht die Zwinge so ansetzen wollen. Und ich würde normalerweise die Zwinge auch... Es funktioniert ja teilweise. Also das habe ich noch nie gehabt, dass ich jetzt nach weiß ich nicht wie vielen Jahren vor einem Werkzeug stehe und das Gefühl habe, ich verstehe das Werkzeug nicht. Oder mein ganzes Leben war vielleicht auch eine Lüge, ich weiß es nicht. Also... Es würde nur so rum Sinn machen, wenn man dann auch gut an diesen Trigger kommt. So ist es einfach, so ist... Ich sag nochmal an die Pistole, da ist es doch auch andersrum. Das
Was machen wir daraus jetzt? Es nervt mich ein bisschen. Es nervt mich gnadenlos, könnte man sagen. Deswegen habe ich noch weiter geguckt. Und man findet genau diese Zwinge von verschiedensten Herstellern. Ist ja klar, weil Parkside sie ja auch nur von der OWIM GmbH einkauft. Ich habe noch mindestens zwei weitere gefunden, die das auch machen. Einmal der Navaris Store. Der Preis ist ein bisschen teurer tatsächlich. Das kleine Set kostet da 18 Euro. Davon würde ich euch schon mal abraten, weil es einfach 10 Euro mehr sind als bei Parkside fast. Und tatsächlich habe ich genau diese Zwinge auch bei meinem... Aber Walter, schrieb man Walter nicht? Walter Store? Sind es die? Ja. Auch bei Walter Werkzeuge findet man diese Zwinge. Genau in dem gleichen Aufbau, da aber für 19,90 Euro, also nochmal teurer. Und man sieht, glaube ich, dass dieses... Also für mich ist das einfach nicht durchdacht. Ihr könnt alle eure Entscheidungen im Leben völlig unabhängig von dem treffen, was ich sage. Das sollte ich vielleicht mal deutlich sagen. Aber für mich ist das einfach falsch. Und wir nehmen jetzt nochmal diese Bessel-Zwinge hier in die Hand. Die hat keine vorgegebene Richtung. Der Griff fühlt sich in beide Seiten genau gleich an. Und das macht dieses Werkzeug sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Weil ich in jeder Situation die maximale Kontrolle habe, egal wie ich sie halten möchte, kann ich es gut anfassen. Das geht hierbei einfach nicht. Diese Bauform ist zum Glück wirklich super einfach zu erkennen durch diese Aussparung hier und auch durch die leicht kuriosen roten Teile. Wenn ihr die woanders seht, dann kauft sie wenn bei Parkside, weil es der günstigste Preis ist. Natürlich wollen wir noch ein bisschen weiter gucken, was die Zwinge überhaupt kann. Wir haben jetzt zwei Bretter, wo wir sehen, das passt jetzt hier nicht unbedingt. Eventuell können wir das mit der Zwinge noch zusammendrücken. Ich müsste sie jetzt natürlich so ansetzen. Das fühlt sich irgendwie einfach nicht richtig an, aber wir probieren es mal. Ein bisschen was ist passiert. Ich drücke nochmal. Was ist jetzt? Hä? Hallo? Was ist denn nun los? Kaputt oder was? Nochmal lösen. Wir probieren es jetzt nochmal. Erste Kraft kam, okay. Und das war's schon, oder was? Hallo? Sie hat einfach keinen Bock mehr, das war's schon. Ich weiß nicht, ob das so eine Art... Sie geht auch nicht näher ran, es passiert gar nichts. Ob das jetzt schon der Überlastschutz sozusagen ist. Also, das kann sie nicht. Diese hier hat ja relativ früh aufgegeben. Wir haben aber zwei im Set. Wir wollen also mal gucken, ob die andere auch so früh aufgibt oder ob die... Oh, das ist schon perfekt eingestellt. Oder ob die noch mehr Lust hat. Okay, die kann ich... Man merkt einfach, dass das von der Ergonomie nicht funktioniert. Ich kann die noch weiter drücken. Oh, sogar ein ganzes Stück. Die hört nicht auf. Okay, also die macht ordentlich Druck. Alter, die macht wirklich richtig... Aber seht ihr das Ergonomieproblem? Also die kann schon wirklich ganz schön doll Kraft aufbauen. Wir haben jetzt hier nur noch einen Höhenversatz. Aber die andere konnte es nicht. Also die hat unendlich viel Kraft, die hier fast keine. Wir haben aber hier glücklicherweise auch zwei Bretter, die extra ein bisschen verdreht sind. So wollen wir mal gucken, ob wir die beiden Enden trotzdem in eine Flucht drücken könnten. Und da sieht man jetzt auch schon gleich das Problem. Normalerweise würde ich das so machen, dass ich die Bretter hier drauflege und dann so pumpe. Aber das ist falsch rum. An der einen Seite kann ich das ja noch so machen, dass ich sie hier ansetze. Um Kraft zu haben, muss ich es leider drehen. So. Und was mache ich jetzt auf der anderen Seite? Entweder müsste ich sie jetzt so ansetzen und wieder unergonomisch drücken, oder ich setze sie so rum an, wie ich es machen würde. Die Bretter sind relativ gut in einer Flucht tatsächlich. Es hat gut geklappt. Aber jetzt habe ich das hier. Wie soll ich das irgendwo hinstellen? Also, die Zwingen haben von der Kraft, es reicht für viele Sachen aus. Verleimen von schwierigen Sachen würde ich schon sagen, nicht unbedingt. Aber diese Griffgeschichte, das ist, man merkt es, ich merke es. Ich kann ja nicht sagen, Mann, vielleicht seht ihr das ganz anders, aber ich merke, dass ich das einfach bescheuert finde. Und es fühlt sich im Vergleich zu allen anderen Zwingen, die ich benutze, so ultra falsch an.
Gott im Himmel hat das wehgetan! Oh, genau das! Mann! Das ist genau das, was passiert, wenn man es eben nicht so halten kann, wie es ergonomisch wäre. Ich wollte mir schon immer mal angucken, wie so eine Einhandzwinge eigentlich funktioniert. Und da wir diesen Zwingen ja mit fraglicher Qualität hier haben und wir die Schrauben so schön sehen, würde ich sagen, wir gucken hier einfach mal rein, wie das funktioniert. Vielleicht kann man das ja ganz einfach entdecken. Und wir können alle noch was lernen. Hoffentlich springt mir jetzt nichts entgegen. Ha! Nichts springt mir entgegen. So funktioniert. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich habe den Griff jetzt mal wieder reingebastelt. Wir sehen, wenn wir das hier drücken, schiebt sich alles nach vorne. Das bleibt aber an Ort und Stelle und wir können das nicht bewegen, weil es von diesem leicht schrägen Stück gehalten wird. Wenn wir das jetzt gerade drücken, dann können wir das bewegen und wenn ich jetzt hier loslasse, stellt sich das wieder schräg, es verkeilt sich also und unsere Zwinge ist wirklich relativ fest an ihrer Stelle. Das muss man der Zwinge auch nochmal zugute halten. Das System ist wirklich ziemlich fest. Das Einzige, was jetzt nicht so fest war, war der Griff, der ja hier einfach gerade durchgerutscht ist. Aber das Funktionsprinzip, wenn man sich das anschaut, ist eigentlich wirklich unfassbar einfach. Funktioniert aber eigentlich wunderbar. Also ich muss zusammenfassend sagen, ich bin absolut ratlos. Einfach ratlos, weil ich das einfach nicht verstehe. Als Einhandzwinge an sich funktionieren alle Mechanismen ganz gut. Wir haben eine große Zwinge, die überhaupt keine Kraft aufbauen kann. Und wir haben eine große Zwinge, die mehr Kraft aufbringen kann, als ich es mit meinen Händen noch zusammendrücken kann. Also die haben eigentlich schon Power. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, eine ist Schrott, eine ist gut. Für 8,99 ist es in Ordnung, weil selbst die, die nicht so stark ist, ich glaube, das war die hier, reicht natürlich 100 Mal, um ein Brett einfach hier an meiner Werkbank zu fixieren. Das wackelt jetzt vor allen Dingen, weil ich das hier auf der Matte habe. Aber wenn ich ein bisschen arbeiten wollen würde und vielleicht die zweite auch noch hier ansetze, dann ist mein Werkstück fest. Genauso fest, wie ich es haben will. Ich brauche dafür keine Zwinge für 70 Euro. Aber, riesengroßes Aber. Diese ganze Geschichte hier mit diesem Griff falsch rum, das ist eigentlich leider aus meiner Sicht, für mich zumindest, irgendwie ein absolutes Ausschlusskriterium, weil das einfach nicht so richtig Sinn macht. Ihr könnt gerne nochmal schreiben, wie ihr das seht, ob ihr das anders seht oder ob ich einfach ein Vollidiot bin, was absolut sein kann. Vielleicht auch unabhängig von diesem Test hier heute. Aber an sich ist das echt eine stabile Zwinge, vor allen Dingen fürs Geld. Wenn man sich überlegt, 8,99, das ist wirklich gar nichts. Und dafür könnt ihr zwei Sets kaufen, dann zahlt ihr ja 8,99 mal 2, 18 Euro. Das geht absolut klar und ihr habt dann 6 Zwingen. Und mit diesen kleinen könnt ihr gut Vorrichtung bauen. Das Einzige ist dieser dämliche Griff. Die Kappen könnt ihr auch tauschen. Es passt Ovim. Es ist alles gut an dem Ding. Guck mal, wie schön die Kappen rauf und runter gehen. Aber das, ich verstehe das nicht. Jetzt, Jones entsorgt seine Sachen, könnte man sagen. Für mich passt das mit dieser Griffform nicht. Deswegen möchte ich die für mich auch nicht behalten, weil ich würde sie nicht nutzen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es jemanden gibt, der sagt, Digga, mir ist das völlig egal, wie der Griff ist. Ich habe eh Hände wie Scheren, ich drücke alles zusammen. Wenn du so jemand bist, alle diese 6 Zwingen kannst du haben. Mit dem Hashtag? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hashtag keine Ahnung. Kann einer von euch die Zwingen bekommen? Und Ovim nochmal, die Zwinge an sich ist lässig, nur der Griff ist falsch rum. Macht draus, was ihr wollt. Abo rein, smashen, schadet nie. Denn heute habt ihr endlich mal gesehen, wie die Zwinge funktioniert. Und für den Gewinner, ich baue die natürlich jetzt auch wieder zusammen, bevor irgendwas verloren geht. So, also. Ihr abonniert den Kanal, schreibt keine Sorge, wenn du es gewinnst, ist es wieder. Ich gehe jetzt. Tschüss. Bis dahin ist alles wieder gut. Auf Wiedersehen.